Ja, Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Prey. Sorry, dass ich in der letzten Folge mich so ein bisschen aufgeregt habe. Ich war ein bisschen verpeilt und habe Wege nicht mehr gefunden. Und naja, ist ein bisschen blöd, wenn das Spiel einen, naja, ein bisschen ärgert und überall neue Gegner auf einmal sind, die gar nicht sein müssten. Einfach auf den Rückweg, sag ich mal. Und irgendwo hier oben war dann halt die Medistation und hier geht's zur Lobby. Es ist natürlich doof, dass wir kein Medipack haben. Das ist äußerst doof. Ach, ich lasse mal ein bisschen um hier. Das sind noch die komischen Sachen hier. So. Naja, gehen wir mal hier in die Lobby. Ich weiß gar nicht, wo ich als erstes jetzt hin möchte. Wollen wir Richtung Arboretum? Und keine Ahnung. Was uns wieder hier für Gegner erwartet? Tja. Und die Folge kommt heute übrigens ein bisschen später. Während ich hier aufnehme, ist es schon nach 19 Uhr. 19:13 Uhr. Na, wird die wohl erst nach 20 Uhr kommen. Vielleicht auch erst um 21 Uhr. Aber die fällt nicht aus. Ist ja alles immer mehr ein Hobby hier, aber ja, ich habe ja schon Spaß dran. Aber viel mehr als ein Video im Moment kann ich nun auch nicht bringen. Zwar aus zeitlichen Gründen. Naja. Mal gucken, wie lange das Spiel denn überhaupt noch geht. Ich will noch einige optionale Sachen schaffen. Ich bin nun in Ihrem Büro, Morgan. War hier nicht mehr seit... Ich glaube, seit Ihr Gesundheitszustand zur Debatte stand. Leitende Systemingenieurin Ilyushin. Was zur Hölle? Morgan, ist das... Ich bin January. Morgan Hughes persönlicher Operator. Da ist wohl wer in die eigene Stimme verliebt. Alles klar, January. Ist das Morgans Terminal? Und ein Fabrikator? Morgan, kommen Sie hoch, sobald Sie können. Chief Ilyushin, bitte nicht. Okay, und hier haben wir auch irgendwie. Ist ein Aufzug, den kenne ich überhaupt noch gar nicht. In deinem Büro, okay. So, okay. Ruf ich mal den Aufzug. Arboretum Fehlfunktion, ja. Toll, kann ich hier gar nichts machen? Ach, nö. Wo sind ihre? Das ist eine Fehlfunktion, ja, aber. Ich bin jetzt gerade hier, wir müssen aber höher. Ja, doof, dass es jetzt überhaupt nicht geht hier. Oh, nee, ey. Ich dachte, das würde funktionieren. Oh, wie mache ich das denn jetzt? Und dann überall diese ganzen Ladebildschirme hier, ne? Da kommen wir also nicht lang, scheinbar. Dachte, ich könnte jetzt wieder zur Lobby, wo wir fast am Anfang waren. Oder ins Arboretum. Wo muss ich denn jetzt hin? Da ist die Lobby. Frachtraum. Da kommen wir wieder zum Kraftwerk. Hä, ich blick das hier nicht mehr durch langsam, ne? Ehrlich gesagt. Kommen wir nicht aus dem Frachtraum?
Oder. Hä? Wo kommen wir denn jetzt her und wo kommen wir nicht? Ich weiß das. Ich blick das ehrlich gesagt nicht mehr, ne? Keine Ahnung. Ach, sowas liebe ich ja immer, wenn ich nicht weiß, was ich machen soll. Denkst du, kommst du mir durch? Ich habe keine Ahnung. Dann werde ich verpeilter und verpeilter. Dann stelle ich irgendwie alles in Frage, weil ich irgendwie denke, alles ist falsch. Ratlosigkeit. Hallo. Ja, wo kommen wir denn jetzt von hier? Alles Außenbereich natürlich. Ja, geht wohl nicht anders, als zum Außenbereich zu gehen, ne? Und dann irgendwo, keine Ahnung. Wo uns der Weg hinführt. Puh. Irgendwie der Aus. Ist ja alles versperrt irgendwie. Wo hat uns Alex mal einfach eingesperrt? Das weiß ich auch schon gar nicht mehr. Wie ich da dann nochmal hingekommen bin. Jetzt soll jetzt alles frei sein. Ah. Ja, 1000 Ladebildschirme. Der Ladebildschirm-Simulator hier. Mikrogravitation entdeckt. Leider muss ich den nicht speichern. Oder? Hä? Wo geht's denn hier raus? Hier eigentlich? Absteigen wollte ich. Oh nein, Technopass. Da Psychotronic könnten wir rein. Wenn wir da reinkommen, das weiß ich schon gar nicht mehr. Was haben wir denn hier alles? Er zeigt mir das bloß nicht an. Maschinenlabor? Waren wir da schon? Und dann kommen wir zur Neuromod-Abteilung. Vielleicht. Ich probiere das mal. Boah, ich muss mal überall. Ich weiß nicht, ob wir hier überhaupt schon mal waren. Entweder das wird jetzt neu sein oder es wird neue Viecher geben. Denke ich mal. Kein Medikit. Ja, wir haben kein Material dafür.
Doch, hier waren wir schon mal. Ja, wo ist er? Das ist wie ein böser Traum. Sind noch zwei. So, Mann, lass mich doch mal wieder hier so ein bisschen klarkommen, ey. Hier waren wir mal ganz am Anfang, das ist gut. Was ist das hier überhaupt? Defektes Geschütz. Da würde ich gerne rein, du. Ach ja, da kann ich ja Sachen wegmachen. Konnte ich vorher, glaube ich, nicht, ne? Ganz früher. Mann, Gott. Sehr schön. Jetzt können wir mal ein bisschen Sachen hier mitnehmen. Oha, alles voll hier. Schon wieder was Schönes zum Lesen. Ah, Neuromod. Ich wollte gerade sagen. Was habe ich hier schon reingeguckt? Nein. Wie schnell sich das hier auch alles füllt, ne? Jetzt können wir aber irgendwas machen. Noch ein Hacker, ja. Können wir alles hacken. Reparatur 3. Das hätte ich jetzt machen können, ne? Mondtür. Ja, wir können nicht alles haben. Kann mich nicht hier mal irgendwie durch? Noch nette Sachen. So.
kann mir was Schönes herstellen, ein schönes Medikit. Ja, zwei Stück. Haben wir auch schon alles gehabt. Kann ich hier noch irgendwas machen? Oh nein! Was mache ich denn da? Aber die schmelze ich auch nochmal ein. Alles meine Sachen, ja. Wie ich da oben hinkomme, weiß ich immer noch nicht. Wahrscheinlich, weil man das hier... Aber Mondtür? Ich weiß es nicht. Egal, ich renne es da hinten nicht immer andauernd wieder hin. Beantrage neuen Operator. Damals kannte ich das hier noch nicht. Dass es überhaupt Operator gibt. Ich nehme mal ein bisschen hier das hier. Zack. Über alles was drin noch. Hab ich nicht so richtig geguckt, oder? Wo geht's denn hier lang? Atrium. Wo geht's denn all. Da geht's hier in den Außenbereich, da geht's zur Lobby. Okay. Brech mir das mal auf. Ich wollte eigentlich das hier ausgerüstet haben. Das hier. Na egal. Hier ein bisschen wieder. Ja, was muss ich dann anstellen, damit hier wieder Licht ist? Das Ding auch wahrscheinlich wieder funktioniert. Thank you.
Egal, machen wir mal wieder so ein paar Dinge, die wir noch nicht gemacht haben hier. Kann ich das auch hacken oder öffnen? Ja, ich kann's hacken. Nice. Gegen wo damals nicht. Ah, selbst das. Ja, ein Dreier oder so verkacke ich aber nicht, ne? Komisch. So. Wie verriegeln, hä? Wieso habe ich es wieder verriegelt, hä? Verstehe ich jetzt nicht. Aber auch wieder nicht das Richtige, ne? Organisches gibt's immer nicht. Material, shit. Und das ist immer das, was ich sehr brauche. War wie überhaupt noch alles gar nicht so richtig? Wissen tue ich es jedenfalls nicht. Okay, Mal gucken, wie wir hier wieder weiterkommen oder in die nächste Ebene, wie wir Strom machen. Ich komme mir vor, wie es würde nochmal am Anfang hier bald sein. Naja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin.